Hey, wir sind da, das ist also Wiesler. Ah, ihr habt es geschafft. Die Asmodeus ist ein sehr altes Modell, da brauche ich ein ganz bestimmtes Material. Ich brauche dann abgeworfene Panzer von einem Insekt, das sich Skara-Käfer nennt. Einen Kampfer-Käferpanzer und damit soll mein Schiff reparieren können. Damit man, egal. Nur wenige wissen, dass dieses starke und leichte Material perfekt für Schiffe geeignet ist. Irgendwo in diesem Gegend sollte es welche geben. Bring mir ein paar, okay? Irgendwo in diesem Gegend kannst du dich auch etwas genauer ausdrücken, Kai? Nein? Okay. Also, ich gehe dann mal los und ziehe mal ein paar Erkundungen ein. Schau auf den Weg doch mal bei der Questbörse vorbei. Gute Idee, vielleicht hilft uns ja weiter, wenn wir jemandem helfen. Wenn ihr mit unserem derzeitigen Jägerrang keine Quest mehr hier in Lister annehmen könnt, denkt daran, wir können jederzeit auf einer anderen Insel nach Arbeit suchen, okay? Ach. Wilder Team. Die Pilzpusteblumen von Wiesler geben unglaublich viel Honig ab. Hier ist die Heimat der Süßstoff. Ingenieur. Ich hebe hier alle möglichen Bauteile. Achso, okay. Diamondo, habt ihr schon ein paar Skarkäfer gefunden? Nein, noch nicht. Diamondo. Dieses Gebiet ist groß, das weiß ich noch. Ach, Questbörse. Da gehen wir gleich hin. Erstmal dahin. Okay, absteigen mal kurz. Untersuchen. Okay, da habe ich schon einen Kristall, kann ich dann eins öffnen? Yay, gut. Und hey, okay. Willst nicht reden, unheimlicher Mann. Skarakäfer haben einen Bienenstock an ihrem Körper befestigt. Sie ernähren sich direkt von Honig und aus dem Bienenstock. Für uns sind sie wieder eine Plage. Okay. Okay. Ich nehme einfach das. Wie erbärmlich ist das denn? Ein Ring in der Kiste. Franz, kann ich dir helfen? Hey, du kannst doch nicht runtergehen. Wieso nicht? Franz? Hast du Sklaven unten barrikadiert oder irgendwas anderes? Okay. Truhe. Öffne mal kurz dieses komische Teil da. Erweitern. Okay, dann gibt's gar nichts mehr. Okay. Warte mal. Okay, ich dachte, man kann da irgendwie rüberspringen. Nein, ist nicht so. Händler, wenn du in der Honigfarm auf einen Pilz kletterst, werden Pilzflöhe auf dich schwärmen. Sie schrecken deine Bewegung stark an, also schwinge deine Arme, um sie schnell loszuwerden. Da drin leben aggressive Skarakäfer. Dort ist es so gefährlich, dass wir normalerweise niemanden hineinlassen. Okay. Und das Gebiet sieht eigentlich schon heftig aus. Muss echt zugeben, aber es gibt ein Gebiet, wo ich das richtig mag. Wie habe ich das hier gerade hinbekommen? Okay. Rein, fest verschlossen. Und du? Skarakäfer? Sie leben auf der Honigfarm, aber dort ist ziemlich gefährlich. Wisst ihr, wie sie werden nämlich jedes Mal, wenn sie sich häuten, größer. Okay. Damon.
hier in Vista halten und trainieren Käfertrainer. Ja, das ist ja Käfertrainer, Pokémon-Trainer, hallo? Wie ich Pilzmann Marines. Wir benutzen sie, um Honigperlen zu sammeln und um Honig aus dem Honigsee zu schöpfen. Honigsee, klar. Klar, Honigsee. Hier sind die Quests, die du derzeit annehmen kannst. Kaputte Käferflöte. Meine Käferflöte ist dann zum Training kaputt gegangen. Ich suche jemanden, der mir eine andere holt. Komm zu mir. Bitte sprich mit Damon auf der Wand. Ja, haben wir schon kennengelernt. Also dann viel Glück. Der angebliche Pokémon-Trainer. Oder Käfertrainer. Oder Käfer-Pokémon-Trainer, ja. Suchen Sie nach jemandem, der eine Käferflöte holen soll? Ja, das ist richtig. Danke für deine Hilfe. Ich kann ohne sie nicht arbeiten, aber ich habe meine außerdem zerbrochen. Hinten in meinem Haus ist ein Lager. Dort habe ich noch eine Ersatzflöte. Aber im Durchgang haben sie ziemlich viele Karnivorrosen angesiedelt. Nächstes Mal, wenn ich durchgehe, versuchen sie mich zu fressen. Mir wird das alles zu viel. Oh, sie haben in ihrem eigenen Haus ein Abenteuer. Welches ist denn da ihr Haus? Das Haus, das du dort hinten siehst. Ich habe die Tür offen gelassen. Du kannst... Nimm den linken Gang, sobald du im Haus bist. Der ist doch fast verschlossen, habe ich gedacht. Ja, jetzt auf einmal geht das. Yay, Musikpunkte. Kein Schatztruhe, okay. Und ich muss doch gegen ohne. Ach. Okay, es bringt nichts, gegen die zu kämpfen. Die Käferflöte ist irgendwo hier drin. Oh, hier drin gibt es auch Insekten. Ich muss die Flöte finden, bevor sie mich entdecken. Yay. Ich habe sie und jetzt nichts wie raus hier. Ist auch so, wir können nichts mehr machen. Die Käfer bleiben für immer da drin. Warte, da stand irgendwas mit Gegnern besiegen. Töte ich mal kurz eine Biene oder zwei. Okay, das hatte ich. Okay. Diese Pflanzen sind sowieso dämlich. Und wie habe ich es geschafft, ohne meinen Roboter hier rein? Egal. Ich muss die Logik nicht in diesem Spiel verstehen. Ich muss es nicht. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Hier ist die Flöte. Das ist doch die richtige Flöte, oder? Ja, genau, die meinte ich. Hier ist deine Belohnung. Wieso muss er so hässlich lachen? Ohne diesen Instrument kann ich sie nicht trainieren. Trainieren Sie diese Pilzmarini? Ja, genau, wenn man auf ihn reitet, kann man tiefer in die Honigfarm vordringen. Aber für das Training braucht man einen Käferflöte und Honigperlen. Sie verstehen sogar, wenn man mit ihnen spricht. Wir sind gute Freunde, weißt du? In der Honigfarm rechts steht noch einer. Du kannst ruhig auf ihn reiten, wenn es nötig ist. Danke, aber was sind denn diese Honigperlen, die sie erwähnten? Hol sie dir von der Insekten in der Honigfarm. Füttere damit Pilzmarini, um ihn zu reiten. Okay. Und die nächste Quest. Wir suchen jemanden, der die Scar-Käfer in den östlichen Honigfarm beseitigen soll. Vorsicht, das ist ein gefährlicher Job. Ach. Scar-Käfer, vielleicht können wir was über ihre Panzer herausfinden. Bitte geht zum Dorfvorsteher, um ihn näher zu fahren. Er steht der hinterste Windwurm. Ja, den haben wir auch schon kennengelernt. Also dann, viel Glück. Ich will echt wissen, warum kein Mensch dieses Spiel bisher geletsplayt hat. So unbekannt, oder wie? Haben Sie den Jobauftrag aufgegeben, einen Scar-Käfer zu beseitigen? Das ist richtig. Möchtest du den Job machen? Ja, sagen Sie, wissen Sie vielleicht, woher Scar-Käfer Panzer bekommen könnte? Ihre Panzer? Früher gab es sie überall in dieser Gegend, aber nur heutzutage keine Ahnung. Jedenfalls hat sich in der Honigfarm ein Scar-Käfer eingenistet.
Wir stecken alle in der Klemme. Wenn wir seinetwegen den berühmten Honig nicht sammeln können, hört sich in der Tat nicht gut an. Also ich erledige das für Sie. Oh, wirklich, danke. Dann werde ich alles veranlassen, damit du die östliche Honigfarm bewirken kannst. Der Skara-Käfer trägt ein großes Insektennest am Körper. Daran kann man ihn leicht erkennen. Geh geradeaus, tief in den Farm hinein. Das Skara-Käfer ist dort, wo die Insektenfallen sind. Dann machen wir uns alle als erstes die Suche nach den Insektenfallen. Dieser Skara-Käfer hat sich mehrmals geholt, dadurch ist er noch aggressiver geworden. Hm. Ja, also, viel Glück dran. Warum hat er so gezögert? Tadam. Bisschen Rasen, macht Spaß. Jetzt kann ich da durch. Dort wird das Käfer und eklige Kapitel geben. Bist du bereit, ey? Ich soll mitgehen? Ist das ein Problem für dich? Nein, natürlich nicht. Dann los. Ja, jetzt kommt die Phobie. Achso, ich kann mich bewegen, okay. Ist klar, dass es ja auch hier existiert hier. Bist du. Ah, ein weiteres Foto bereit. Komm her, du kleines Scheiß-Insekt. Tot. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da ist. Oh, leck mich da. Du hast recht. Der Doktor schon sagte, wir sollten geradeaus gehen. Echt jetzt? Darf ich nicht links wo abbiegen oder was? Ach, das sind diese komischen Flöhe. Oh, hier ist alles voller Käfer und Pilze. Ey, guck dir mal das fette Ding dort drüben an. Toll, ganz faszinierend. Ey, warum sind dann deine Augen geschlossen? Ach, nur so? Du ekelst dich doch nicht etwa vor Insekten? Natürlich nicht. Wie kommst du darauf? Warum stotterst du dann so? Ah! Wo war das? Habe ich das neue? Ach, ich brauche sowieso 10, um das nächste zu machen. So, hier geht's weiter. Ach, nicht die Honige. Hey! Das sieht wie eine Insektenfalle aus, aber auch nach einer Sackgasse. Stimmt, aber vielleicht sind diese Pflanzen das Rätsel lösen. Okay, ich muss sie füttern. Hast du das gesehen? Ja. Diese Insektenfalle ist plötzlich gewachsen. Sieht sie jetzt groß genug aus, um hochzuklettern? Ich untersuche mal die Gegend hier. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Schätze. Speichern. Okay, wenn das kommt, heißt es nur, dass irgendwas jetzt kommen wird. Ja, ich wusste es. Alle, die jetzt Angst vor Insekten haben, weggucken. Da ist er. Siehst du das Netz an seinem Kopf? Netz an seinem Körper? Das muss der Skara-Käfer sein. Hm. Okay, das hat gereicht. Was denn jetzt los? Käfer, Insekten, Scheiße, ja. Ich hab doch gewusst, du hast Angst vor Insekten. Schnell, mach es weg. Drücke bereit, wieder länger in der Luft zu bleiben. Natürlich kannst du fallen, so wie bei einer. Ja.
Friss. Friss. Friss nochmal. Alles weg? Alles? Fast. Hat er mich jetzt getroffen? Du bist so offensichtlich, mein Freund. Hier kann ich nicht ver- Ach so, ich kann verprügeln. Hat sich denn irgendwas abgezogen bei denen? Hier gegen die dicke Wampe. Das bringt doch gar nichts. Was soll ich da machen? Ja, das ist Gift, das ein bisschen länger bleibt. Okay, er ist gleich tot. Gegen die dicke Wampe. Gegen die dicke Wampe. Jetzt komm. Er ist ein Todesurteil besiegelt. Und er starb. Yay. Das war ein ganz schöner hinterhältiger Käfer. Hey, das Insekt ist jetzt weg. Warum siehst du so einen Flunsch? Ich wünschte, du hättest mich nicht so gesehen. Hey, das war in der Tat recht unterhaltsam. Das wirst du wohl nie vergessen, was? Lass uns zum Dorfvorsteher zurückgehen und ihm sagen, dass wir die Sache erledigt haben. Nein, ich will wieder rein. Ey, der sieht aus, ob er sie eine runterholen würde. Hier, guckt mal das genau an. Die Handbewegung. Ich glaube nicht mehr. Ihr Problem gehört der Vergangenheit an. Fantastisch, ich war nicht mehr sicher, ob du es schaffen würdest. Hier ist eine Belohnung. Zu viel Geld. Ich dachte, du würdest vor Angst erstarren und keine Bewegung mehr machen können. Ich doch nicht, aber ich kenne jemanden. Ich kenne da jemanden, nicht wahr, El? Was? Sie wissen also wirklich nicht, wo ich ein paar Skalkäferpanzer herbekommen könnte? Vielleicht solltest du an der Stelle versuchen, wo sich der Skalkäfer gehäutet hat. Es wäre also tief in der Honigfarm. Aber um so tiefer in die zu dringen, musstest du an Pilzmarine reiten. Falls du keine findest, sprich mit dem Käfertrainer. Ja. Alles klar, danke. Okay. Das war doch mal ein easy Bossfight. Da wir jetzt wissen, wo die Panzer sind, müssen wir sie nur uns noch holen. Kann ja nicht schwer sein. Lass uns gehen, ey. Okay, na dann mal los. Ich soll mit den Typen hier reden, mit dem Pokémon-Trainer hier. Okay. Okay, wir powerfen diese Honigperlen oder so. Aber ihr Schrei. Man hat gehört, wie das klang. Es klang nicht nach einem Jungen, es klang nach einem Mädchen. Stirb, Insekt, stirb. Und du auch. Okay, jetzt mal alles untersuchen. Okay, da ist die Honigperle. Der Käfer trägt doch was. Und es sieht aus, wie als ob sie süß sein könnte. Das muss eine Honigperle sein. Die schnapp ich mir. Jetzt müssen wir sie nur noch zum Pilzmarini bringen. Fickt euch doch. Okay, haben wir.